Mit mir steht erstmals eine Frau an der Spitze der Landesregierung. Und ich bin mir bewusst, das ist etwas Besonderes. Und ich weiß auch, dass einige rückwärtsgewandte Herren sicherlich mich noch mal genauer beachten werden und kritischer beäugen werden als sonst. Aber das bringt mich nicht aus der Ruhe. Denn ich bin fest davon überzeugt, wir Frauen können das mindestens genauso gut. Yes, she can. So könnte die große Überschrift der Regierungserklärung von Manuela Schwesig lauten. Am 12. Juli hat die neue Ministerpräsidentin des Landes den Fahrplan für Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Vor knapp 10 Monaten erlebten die Abgeordneten des Landtages auf derselben Tribüne Erwin Sellering in gleicher Mission. Von seiner damaligen Regierungserklärung hat Manuela Schwesig die wesentlichen Kernpunkte übernommen. Doch sie selbst ist anders und will auch eigene Erfahrungen in den neuen Job mitbringen. Wir haben die schwere wirtschaftliche Krise Anfang der 90er Jahre mit all ihren gesellschaftlichen Verwerfungen hautnah in unseren Familien, in unserem Freundeskreis mitbekommen. Wir haben erlebt, wie die Generation unserer Eltern zu kämpfen hatten. Mein eigener Vater wurde arbeitslos, weil seine Baufirma pleite ging. Ich habe erlebt, was Arbeitslosigkeit für die Familie, auch für die Kinder bedeutet. Das Wirtschaftswachstum steht deshalb für Manuela Schwesig an der ersten Stelle. Das Konzept eines Tourismuslandes reicht für die Bedürfnisse von Mecklenburg-Vorpommern weitgehend nicht aus. Schwesig schaut gerne nach vorne und auch mal in die fernere Zukunft. Ich setze deshalb auf die Land- und Ernährungswirtschaft, die erneuerbaren Energien, die Gesundheitswirtschaft, die maritime Industrie, das Handwerk und zum Beispiel auch auf die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrt-Zulieferindustrie. Für die kommenden Jahre gibt es allerdings auch genügend Konkretes bei den Infrastrukturmaßnahmen. Die meisten davon sind bereits fest geplant. Wir wollen die geplanten Maßnahmen entlang der B96 von Neubrandenburg nach Berlin und die Projekte, die neu in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden sind, zügig auf den Weg bringen. Neue Wege aus Asphalt und Beton sind für Mecklenburg-Vorpommern wichtig. Genauso wichtig wie Verkehrsnetzwerke für große Datenvolumen. Die Digitalisierung muss hierzulande unbedingt vorankommen, und zwar auf einer soliden Finanzierungsbasis. Die Landesregierung wird deshalb einen Digitalisierungsfonds auf den Weg bringen. Ein Fonds, der mit 10 Millionen Euro gespeist wird. Und wir wollen mit einem Förderprogramm bereits bestehende Unternehmen dabei unterstützen, sich auf die neuen Möglichkeiten einzustellen. Auch die Energiewende gehört zum wirtschaftlichen Konzept von MV. Allerdings mit Auflagen. Dazu hat sich Manuela Schwesig klar und unmissverständlich positioniert. Es kann nicht so bleiben, dass die Region, die die erneuerbaren Energien stärker voranbringen und damit genau diese Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern haben, auf der anderen Seite mal Netzentgelten und damit bei den Stromkosten für die Bürgerinnen und Bürger und auch die Wirtschaft stärker belastet werden. Gerechtigkeit bei der Lohnpolitik verleiht der wirtschaftlichen Entwicklung ihren eigentlichen Sinn und Zweck, meint Schwesig, und setzt sich nach wie vor für mehr Tariflöhne ein. In diesem Punkt hofft sie auch auf Unterstützung aus der Bundesebene. Denn im tariflichen Bereich ist die Angleichung zwischen den Löhnen Ost und West schon weiter vorangeschritten. Und das zu erhöhen, muss unser Ziel für die kommenden Jahre sein, gemeinsam. Erwin Sellering und seinem Team ist es gelungen, die Arbeitslosenquote im Lande zu halbieren. Die neue Ministerpräsidentin setzt sich nun zum Ziel, die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, mit konkreten Projekten. Im Jahr 2017 sollen davon 200 Langzeitarbeitslose profitieren. Im Jahr 2018 sollen es bereits 500 sein, die bei kommunalen oder gemeinnützigen Arbeitgebern und auch erstmalig in gewerblichen Unternehmen eingestellt werden. Die Herzensangelegenheit von Manuela Schwesig, Kinder- und Familienpolitik. Kostenlose Kitas in der nächsten Zukunft verspricht sie nicht, dafür aber eine weitere Senkung der Elternbeiträge. Das sind 600 Euro im Jahr. Eine ganz konkrete Entlastung, die vor allem die Eltern, die arbeiten gehen und diese Gebühren zahlen müssen, jedes Jahr ganz konkret spüren. Wir werden in einem weiteren Schritt zum 01.01.2019 die Eltern noch mal zusätzlich entlasten, die ein Geschwisterkind oder mehrere Kinder in der Kita haben.
Im Bereich Schulbildung will die neue Ministerpräsidentin ein altes Problem endlich einmal aus der Welt schaffen. Wenn das klappt, werden sich darauf bestimmt viele Schüler, Eltern und auch Lehrer gemeinsam freuen. Und es kann wirklich nicht so bleiben, dass der Schulwechsel von Land zu Land, oftmals bedingt durch den Arbeitsplatzwechsel der Eltern, erhebliche Schwierigkeiten macht. Deshalb müssen die Länder weiter aufeinander zugehen. Und Mecklenburg-Vorpommern wird das Land sein, was an dieser Stelle fortschrittlich und offen für diesen gemeinsamen Prozess ist und ihn nicht blockiert. Es gibt natürlich auch Pläne für die Verbesserung der medizinischen Versorgung auf der Fläche. Mehr Geld für Krankenhäuser oder Landärzte ist zwar nicht vorgesehen, dafür aber die eine oder andere Kompromisslösung. Zum Beispiel, indem die Krankenhausärztinnen, so wie es heute einige schon gut praktizieren, ein Teil stationär im Krankenhaus arbeitet und einen anderen Teil ambulant. Damit können wir Praxen und Krankenhäuser auch im ländlichen Raum sichern. Keine halben Sachen hingegen bei der Sicherheit im Lande. Die Polizei bekam von Manuela Schwesig ein klares Bekenntnis und ebenso klare Versprechen. Wir haben uns darauf verständigt, dass 150 zusätzliche Polizeistellen und die Verlagerung von 150 weiteren Stellen vom Innendienst in den Außendienst, also 300 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten, für die Sicherheit in unserem Land sorgen. Dazu müssen wir verstärkt neue Polizeikräfte ausbilden. Nicht zuletzt ein Bekenntnis zu Europa und zu den nächsten Nachbarn. Die neue Ministerpräsidentin will weiterhin nach Osten schauen, so wie es ihr Vorgänger auch tat, selbst in schwierigsten Zeiten. Dabei ist das Verhältnis zu Polen, unserem direkten Nachbarn, von besonderer Bedeutung. Enge Beziehungen unterhält unser Land auch traditionell nach Russland. Und mein Amtsvorgänger hat diese Partnerschaft auch in schwierigen Zeiten gepflegt. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig so war. Und deshalb werde ich in diesem Jahr noch meinen ersten Besuch in Polen und in Russland abstatten. Zum Letzteren möchte ich sagen, ich glaube, Dialog ist besser als Konfrontation. Zu all diesen Aufgaben fügte Manuela Schwesig noch eine hinzu, und zwar eine ganz persönliche. Und ich selbst habe mir vorgenommen, außerdem Praxistage zu absolvieren. Einen Tag lang in einem Betrieb oder in einer Sozialeinrichtung mitzuarbeiten, um ganz alltägliche Erfahrungen aus der Arbeit, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land leisten, in die Regierungsarbeit einzubringen. Sie ist ein Wendekind mit großen Plänen, im eigenen Lande beliebt, deutschlandweit bekannt und anerkannt. Ihr Können hat sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nun muss Manuela Schwesig die Ärmel hochkrempeln und dann bald auch liefern.